Ja, ich bin hier gerade auf meiner abendlichen Pferdekoppel. Da sind meine beiden Süßen. Und was mir hier auffällt, ihr seht, hier ist so ein Zirkel auf der Koppel. Und der ist nicht da, weil hier die Pferde longiert werden, sondern diesen Zirkel haben die beiden Damen ganz alleine fabriziert. Und zwar machen die das, weil in den Abendstunden, die sind ja jetzt den ganzen Tag draußen, den ganzen Sommer über natürlich, wenn die Mücken zu doll werden, dann begeben sich hier auf den Zirkel, wo das Gras nicht so hoch steht und weniger Insekten sind, und sind dort immer in Bewegung. Das habe ich nämlich letztens auch beobachtet, als ich nachts mal hier war. Dann laufen die da auf dem Zirkel rum, hauen sich gegenseitig den Schweif um die Ohren, um die Mücken und Insekten loszuwerden. Und ja, wenn ihr fragt, weil nachts schlafen die Pferde doch oder so. Nein, Pferde schlafen auch in der Nacht nicht so. Die legen sich ganz gerne am Tage mal hin, aber die wissen ganz genau, wo sich die meisten Mücken aufhalten und auch wann. Deswegen haben sie hier ihren Zirkel getrampelt. Und Madame fängt, glaube ich, gerade an, ihre Runden zu drehen jetzt. Oder sie will einfach nur gucken, ob das Gras auf der anderen Seite schon besser ist. Aber da dürft ihr noch nicht rüber. Erstmal eine Weide abfressen.